Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Unity of Command 2. So, ich hoffe, die lassen den einen hier in Ruhe. Oh, der eine hat sich zurückgezogen. Der wurde nicht versorgt. Die allerdings auch nicht. So, in der Runde haben wir jetzt noch einmal Schiff. Die sollten sich mal zurückziehen. So, die waren zu schwach. Null zu eins, 1:0, 4:0. Könnten wir zwei unterdrücken. Ein. Tja, was machen wir denn? Hatte ich hier nicht auf 3 verstärkt? Ach nee, den hatte ich verstärkt. Verstärkt man den nochmal. Okay, hat nichts gebracht. Den da müssen wir natürlich jetzt mal loswerden. Ah, sehr gut. Okay, 1:1. Reparieren wir hier mal die Brücken. Und fallen dem in den Rücken. So, jetzt müssen wir hier noch durchbrechen. Der ist ja jetzt ohne Versorgung. Den könnte man natürlich jetzt auch aushungern. Die fahren wir darüber. Dann Schiff. Das ist natürlich doof, dass der da ist.
Der ist immer noch auf 1:1. Der bekommt mal noch Sapeure. Der vermindert die Verschanzung von den Gegnern. Brauchen allerdings noch bis zur nächsten Runde, um anzukommen. So, wie sieht's denn hier aus? Da könnte man schon angreifen. Haben wir irgendwelche Spezialattacken noch? Ja, die sind immer versorgt. Damit verschwäche ich mich halt auch. Ich glaube, das will ich jetzt gerade nicht. Sehr schön. Lass mal den da stehen. Dann soll der mal Gefangener machen. Ja, ich weiß auch nicht, was der machen soll. Fürs nächste Szenario mal lieber sich weiter verbreitern hier. Okay. Werden wir den noch los? Ja. Wir könnten mit dem Panzern schon mal vorwärts. Allerdings stehen die dann hier exponiert. Muss nicht sein. Dann drücken die mal alle vor. Ja, was gibt's denn so an Verstärkungen noch? Nix eigentlich. Dann Runde 3. Okay. Denen geht's nicht mehr so gut. Fahren die mal da runter. Wie sieht's denn hier mit der Versorgung aus? Naja, die müssen wir eigentlich jetzt schon mal langsam vorziehen. Okay, Casino war frei, das ist aber seltsam. Oh, haben wir einen verloren. So war das nicht gedacht und der hätte eigentlich einen verlieren sollen.
Tja. Ich glaube, wenn ich halt da hingehe, bin ich wieder nicht versorgt, oder? Ich weiß halt auch nicht, ob mir das was bringt. Hauptquartier aufgelöst. Da kommen wir gerade nicht weiter. Minus 3, das bringt nicht so viel. War nichts. Ein unterdrückt. Dann steht der mal wenigstens. Das gefällt mir nicht. Da auch nicht. Naja, hilft ja nichts, ne? Warten wir da mal. Wenn ich halt da hinziehe, habe ich keine Versorgung mehr. Ja, keine Versorgung mehr. Da warten wir mal ab, würde ich sagen. An der Stelle. Also, das weiß ich nicht, ob wir da durchkommen. Bauen wir hier die Versorgung mal ab. Okay, die sind jetzt nicht versorgt. Jetzt bauen wir eine neue Versorgung auf erstmal. Ich weiß immer vorher nicht, wenn man sie setzt, ob man da irgendwie erkennen kann, wie weit das wohl geht. Machen wir das mal so. Ja, da kommt dann nicht hin. Kann man machen, was man will. Der da ist außerhalb. Oh. Ja, das ist alles keine gute Idee. Ich habe gedacht, ich könnte hier die vielleicht mit dem geplanten Angriff hier aus der Stellung rausbringen. Allerdings beim geplanten Angriff verliere ich eine ganze Menge Einheiten. Unterdrückungsfeuer bringt uns nichts. Tja. Das was wird. Bin gerade ein bisschen planlos.
Schauen wir erstmal vielleicht hier weiter. Okay. Verschanzen billiger, wäre kostenlos oder Punkt mehr für 70. Nehmen wir mal Verschanzen. Die sind nicht, sind immer noch eingegraben. Achso, die waren vorher verschanzt, jetzt sind sie noch eingegraben. Achso, der ist nicht mehr in Reichweite. Eins zu eins. Will sich nicht zurückziehen. Oh, da haben wir noch einen verloren. So war das eigentlich nicht gedacht. Hätten wir lieber mit, wenn wir mit dem zurück, mit dem Panzer angegriffen. Okay, da haben wir die eingenommen. Ziehen wir die mal darüber. Okay, Reserveeinheiten gibt es keine. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll hier. Also hier sehe ich echt schwarz, muss ich mal ganz ehrlich sein. Kann halt sein, dass ich hier die verliere. Ach so, der kann nicht mehr kämpfen. Mit dem hatte ich schon. Ja, ich glaube, das war's dann. Die sollte ich vielleicht mal wieder aus Casino entfernen. Okay, jetzt hat er seine Infanterie rausgezogen und stattdessen die Panzer reingestellt. Das weiß ich ja nicht, ob das so toll ist.
könnten wir eine unterdrücken. Ah, wir haben es noch mit einem geschafft. Okay. Jetzt ziehen die immer da so langsam drüber. Weiß nicht, ob sie es in zwei Runden dann noch hinter schaffen, aber ich weiß auch nicht, ob es was bringt. Null zu eins, null zu zwei, null zu drei. Eins zu eins. Greifen wir hier noch an. Okay, ich habe gedacht, ich kann den vielleicht unterdrücken, damit er hier keinen Mist baut. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt was gebracht hat. Hier, das kann man so schlecht lesen, aber ich glaube, da steht minus 2. Man kann es auch irgendwie umschalten. Aber ich weiß gerade die Taste nicht. Will auch die Stadt nicht zerstören. War nichts. Okay. Gut. Wie sieht's denn aus? Out of range. Ah ja, das hätte ich auch vorziehen müssen. Ich habe jetzt 3 zu 0. So hätte ich wenigstens 1 zu 1. Okay, dann nehmen wir doch mal Scheinangriff als Spezialisierung.
Dann müssen wir schauen, dass wir in der nächsten Runde den erledigen. Oh, der ist natürlich arg gefährdet hier. Ah, der wird eh nicht mehr gebraucht. I'm very sorry. Gut, alleine übersetzen wollen wir eigentlich nicht. 1:1. Ja, der lebt noch. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was wir hier machen sollen. Brauchen wir überhaupt noch was von denen? Okay, hat es auch nicht geschafft. So, letzte Runde. Ah, hat meinen Panzer in Ruhe gelassen. Kann es kaum glauben. So. Dann fangen wir mal an. Eins zu eins. Null zu eins. Eins zu eins. Null zu zwei, kann ich dem glauben. Ich komme aber auch sonst nirgends mehr hin. Tja, da ging sie hin, die Einheit. Das wäre jetzt aber auch die Chance gewesen. Doch noch geschafft. Ja, die Panzer, naja, das haben wir halt verloren. Das ist. War etwas gewagt, ich gebe es zu. Sollen wir es hier nur wirklich noch mit Verlusten arbeiten? Null zu zwei hatte ich eigentlich gedacht und ne? Was war das jetzt? Wieso ist der eigentlich noch versorgt? Naja, die stecken da also fest. Da geht's auch nicht mehr weiter. Macht nichts, würde ich sagen. Beenden wir die Runde. Wir haben alle Ziele erreicht. Alliierten Sieg. 229 Punkte.
Wir haben 9% bei den Briten verloren, 10%. Was ist denn das? Ist das Australien oder irgendwie sowas? Ich weiß gar nicht. Kann sich erkennen. 14%. Also irgendjemand, der das guckt, weiß vermutlich, welche Fahne das ist. Der kann es ja drunter schreiben. 14% bei den Panzern. Das ist natürlich schon übel. Ne? Hier 3%. Oder sind es 5% bei den Truppen? Hier 5% bei den Spezialeinheiten. Glückwunsch. Ja, sehr schön. Bevor es dann mit Monte Cassino weitergeht, da geht also nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten ja eigentlich gerade Cassino schon erobert, war ja völlig frei. Das schauen wir uns heute nicht mehr an. Machen wir an dieser Stelle lieber ein kleines Päuschen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.